Willkommen zu Teil 5. Ich habe jetzt, wie ihr hier sehen könnt, hat sich meine Ferse, mein Käppchen, ich sage es euch mal von dieser Seite, richtig toll gebildet, weil ich halt aus den Seiten aus beiden Seiten meine Maschen wieder aufgenommen habe, dazugenommen habe. Was ich vorher abgenommen habe, habe ich jetzt wieder zugenommen. Nennt man auch, glaube ich, irgendwie verkürzte Reihen und verlängerte Reihen. So, und dadurch hat sich hier mein Käppchen für die Ferse wunderbar gebildet. Ich habe also jetzt momentan 38 Maschen auf der Nadel. Muss mal eben meine Beine wieder ein bisschen runterlassen. Häkeln, ach Häkel, klar. Stricke ich mir jetzt aber hier noch eine Masche dazu. Also habe ich jetzt 39 Maschen auf der Nadel, damit ich keine Löcher bekomme. Und jetzt geht es so weiter. Wir stricken jetzt wieder in Runden, nicht mehr in Reihen. Rechte Maschen. Nur rechte Maschen. Bis zur Fußspitze wirklich nur rechte Maschen und machen gleichzeitig unsere Abnahmen. Aber jetzt machen wir gleich noch keine Abnahme. Jetzt müssen wir erstmal die erste Runde sauber hinkriegen. Ohne Lücken, Macken. Ihr seht es ja jetzt hier, ne? Hier ist ein Riesenfeld. Da müssen wir auf jeden Fall noch zwei, drei Schlingen rausarbeiten. Ich fange denn schon mal hier an der Ecke an. Sonst gibt es da nachher riesen fette Löcher. So, einmal. Zweimal. Und ruhig ein paar Reihen tiefer stechen. Drei. So, das sollte reichen für die Seiten. Dann weiter mit rechten Maschen. Die nehmen wir gleich alle wieder ab, die wir jetzt gerade zugenommen haben. Macht euch keinen Kopf. Das wird. So. Wo haben wir jetzt? Wo waren wir denn jetzt hier? Das müssen wir selber hier gucken. Ach so. Ja, das war jetzt die. Ja gut, jetzt sind wir hier. Ich glaube, wir sind jetzt hier wieder mittig irgendwie so drauf. Nee, sind wir nicht. Wir sind genau auf der anderen Seite. Wir sind also auf dem Fußrücken jetzt. Nicht da, wo die Ferse ist, sondern wir sind auf dem Fußrücken. Also oben auf dem Fuß stricken wir jetzt gerade. So, hier haben wir jetzt die nächste fette Lücke, die wir jetzt hier mit weiteren Maschenaufnahmen stricken müssen.
Hier eine raus. Und wie gesagt, ruhig ein paar Reihen tiefer stechen. Das ist die zweite. Dritte. Und dann nehmen wir hier noch eine raus. Vielleicht müssen wir sogar mehr auf dieser Seite rausholen hier. Vier. Da holen wir noch eine raus. Fünf. Wie gesagt, keine Panik. Das wird alles mit einem Keil abgenommen wieder. Nur wir dürfen ja keine Löcher an den Seiten kriegen. Darum mache ich das. So, jetzt haben wir, wenn wir diese Runde, die wir jetzt gleich beendet haben, gemacht haben, machen wir noch eine Runde, bis wir hier wieder ankommen. Ihr seht ja, wie eng das ist, ne? Moment. Ich habe dann jetzt mal alleine bis zum Nadelende gestrickt. Und hier machen wir dann das Gleiche. Wir stricken jetzt fröhlich diese Maschen rechts ab. Diese Nadel also auch ganz normal rechts, keine Zunahmen mehr, keine Abnahmen, immer noch nicht. Das fangen wir gleich erst an. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir mit einer links geneigten Abnahme anfangen. Die erste, immer rechts stricken. Das sieht einfach nachher besser aus. Wenn wir so eine Randmasche hier sozusagen haben, dann heben wir die erste oder die zweite in dem Fall rechts ab, stricken die dritte rechts und heben dann die zweite über die gestrickte. Das war eine Abnahme. Weiter stricken, eine links geneigte Abnahme auch, ne? Weiter stricken und jetzt schon mal die Maschen so ein bisschen aufteilen, dass wir die wieder mit fünf Nadeln stricken. Ich muss immer aufpassen mit der Kamera hier. Oh Gott, das ist richtig schwer. Aber nützt nichts, wenn man das zeigen möchte. Und teilweise ist die Kamera auch noch unscharf. Aber gut, wie rechte Maschen stricken, zu stricken gehen, das wisst ihr ja jetzt, ne? So,
noch mal eben kurz zeigen, dass ich mir hier schon mal eine Nadel dazu wieder nehme. Ich will jetzt hier drauf haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nee, das ist die 24. Ich nehme meine fünfte Nadel dazu. Einfach damit es für mich praktischer, bequemer wird. So, damit man dann ein bisschen mehr Druck rauslässt hier. Ach ja, das Stativ und die Kamera. Da musste ich jetzt mal ein bisschen was richten wieder, damit das hier alles nicht so schief läuft. Ja, die Nadeln, die pieksen meine Beine, aber egal. Muss man einfach durch. Und hier müssen wir jetzt 3 Maschen. Na, was ist denn jetzt hier los? Ist nicht alles Gold, was glänzt hier bei mir. Hier müssen wir jetzt 3 Maschen überlassen, wollte ich sagen. 1, 2, 3. Sekunde, ich nehme mal beide auf die Nadel. So. Ja. Ja, wenn das Handy nicht mehr umfallen würde hier. Oh nee. Furchtbar. So. Da habt ihr eure 2. Also beide. Na, beide Maschen so. Auf die rechte Nadel, durch beide durch. Zusammen 2 rechte Maschen stricken. Eine links, Quatsch, rechts geneigte Abnahme. Und die letzte ganz normal rechts. Entschuldigt für den Seegang gerade eben. Ja, das ist mein zweites oder drittes Video. Jetzt mit dieser Kameraeinstellung. Alles nicht so einfach. Bin ja kein Profi, was Kamera angeht. Gebe halt nur mein Bestes. So, auf dem Fußrücken sind wir jetzt wieder. Und wieder an der Seite. Wir stricken also auch wirklich keine Runden dazwischen, einfach nur rechts, sondern wir nehmen jetzt wirklich jede Runde ab. Ne? Erstmal eine rechte, wie zum Rechtsstricken abheben, Rechtsstricken, abgehobene, über die gestrickte ziehen, links geneigte Abnahme. Und so macht ihr das Runde für Runde. An beiden Seiten immer eine abnehmen. Habt ihr gerade gesehen, die erste abgenommene links geneigt und die zweite, die wir gleich am Ende dieser Nadel hier abnehmen, rechts geneigt. Wenn meine Kamera das hier mal mitmachen würde. Jetzt ist mein Bein wieder viel zu hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
So, die hatten wir jetzt eben am Schlawittchen hier. Halt, da müssen wir diese mit dazu nehmen. Hier durch. Kann ich euch das leider nicht näher zeigen, oder? Dann Faden geholt, durchgezogen und auf die rechte Nadel abgemascht, abgestrickt. Und die letzte auch noch abstricken. So, und dann kommen wieder hier unsere zweite Nadel. Dann die dritte, dann die vierte und dann wieder von vorne anfangen mit der ersten. Und wie gesagt, immer hier bei der, das ist ja hier die vierte Nadel. Moment, da, das ist die vierte Nadel hier. Am Ende der dritten Nadel, dieser hier, wo ich jetzt dran tippe, da müsst ihr dann immer, das ist ja Anfang der vierten Nadel, ja, Ende der dritte, Anfang der vierten Nadel, da müsst ihr eure links geneigte Abnahme machen, wie ich es euch gezeigt habe, dann rüber stricken und dann ist hier die erste Nadel wieder und da müsst ihr Ende der ersten Nadel, Anfang der zweiten Nadel eure rechts geneigte Abnahme machen, sprich zwei zusammen abgestrickte Maschen. Ja, das war's. Und das macht ihr jetzt, mache ich jetzt für meinen Teil so lange, bis ich auf beiden Nadeln jeweils, also auf der vierten Nadel und auf der ersten Nadel, jeweils 12 Maschen wieder habe. Dann könnt ihr mit Abnehmen an beiden Seiten aufhören. So, dann wünsche ich euch gutes Gelingen und ich melde mich dann wieder zum nächsten Teil, wenn ich diese 12 Maschen auf jeder Nadel, vierte und erste, habe. Bis dann.